Der Fall Weimar, der Doppelmord an den Kindern Melanie und Carola, ist einer der längsten und spektakulärsten Indizienprozesse in der deutschen Rechtsgeschichte. 20 Jahre lang hat er Justiz und Öffentlichkeit beschäftigt und gespalten. Meine Mutter bringt keine Kinder um. Sie sind doch alle verlogen. Wer war der Täter? Monika Weimar, ihr Mann Reinhard oder ein Unbekannter? Die Justiz hat sich nicht mit Ruhm bedeckt in diesem Falle. Die Tragödie beginnt am 4. August 1986 in Röhrichshof-Nippe, einem abgelegenen Ortsteil von Philippsthal in Osthessen. Hier leben die meisten Menschen vom Kalibau. Die Grenze zur damaligen DDR ist nur wenige Kilometer entfernt. Es ist 13.15 Uhr, als Monika Weimars Schwester Brigitte bei der Polizei in Bad Hersfeld eine Vermisstenmeldung aufgibt. Melanie und Carola, 7 und 5 Jahre alt, sind verschwunden. Es hat eigentlich ganz einfach angefangen, denn es war eine Vermisstengeschichte gewesen mit zwei Kindern. Das war zwar ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist als Regionalkorrespondent wurde ich dann hingeschickt und da sollte halt ein kurzer Nachrichtenfilm gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld und die Eltern zweier kleiner Mädchen bitten um ihre Mithilfe. Die 7 und 5 Jahre alten Geschwister Melanie und Carola Weimar aus Philippsthal-Röhrigshof werden vermisst. Die beiden Mädchen wurden zuletzt gestern Vormittag gegen 11 Uhr auf einem Spielplatz gesehen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Niemand hat gesehen, wie die Kinder vom Spielplatz direkt neben ihrem Elternhaus verschwunden sind. Eine Entführung? Oder sind Melanie und Carola nur Druckmittel in einem Ehestreit? Wir hatten in der Zwischenzeit in Erfahrung gebracht, dass das Eheverhältnis nicht besonders war und dass es da auch schon Schläge gegeben hat und dass vielleicht jetzt entweder sie oder auch er die Kinder dem anderen vorenthalten wollen. Deshalb wurde die Frau Weimar und auch der Herr Weimar getrennt voneinander, von mir persönlich, darauf aufmerksam gemacht. Wir könnten uns eine groß angelegte Suchaktion ersparen, wenn Sie uns sagen könnten, wo in etwa die Kinder sein könnten. Doch die Eltern schweigen. Eine Suchaktion in diesem Umfang habe ich bis dahin nicht erlebt. Der 5. August 1986, ein Tag nach dem Verschwinden von Melanie und Carola. Hubschrauber, Streifen der Schutzpolizei, Kriminalbeamte, Bundesgrenzschutz, Zoll und Soldaten der in Bad Hersfeld stationierten US-Armee durchkämmen das Waldgebiet um Philippsthal. Fielen die Kinder einem Sexualverbrechen zum Opfer? Wer ist der Täter? 3 Tage dauert die Suche, doch Melanie und Carola bleiben verschwunden. Am 7. August die traurige Wahrheit. Das war donnerstags, montags vermisst. Donnerstags wurden die Kinder gefunden. Und zwar machte ein Busfahrer auf einem Parkplatz bei Wölfershausen, legte eine Pause ein, setzte sich dabei auf einen Passagiersitz, der höher liegt als sein Sitz auf der rechten Seite. Und da kam sein Blick raus aus dem Bus auf ein Gestrüpp, in dem er etwas Rotes, was farbig sah. Und da ist er rausgegangen und ist da mal ein Stückchen näher hingegangen. Und da konnte er dann hinter einem Brennnesselgestrüpp, konnte er das Kind liegen sehen. Nur wenig später finden die Beamten auch Melanies kleine Schwester Carola. 4 Kilometer weiter, am Ende eines Waldweges im sogenannten Bengendorfer Grund. Carola liegt in einem Himbeergebüsch. Das Haar ist geflochten und sie trägt Haarspangen.
Höschen und T-Shirt lassen keine Spuren von Schmutz erkennen. Es gibt keine Spuren eines Kampfes. Der Tod der beiden Weimar-Kinder erschüttert die Menschen in der Kleinstadt Bad Hersfeld und der ganzen Region. Am 8. August, einen Tag nachdem Melanie und Carola tot aufgefunden wurden, gründet die Kriminalpolizei hier die Soko Weimar. 16 Ermittler werden in den kommenden Wochen über 1000 Spuren verfolgen. Dabei werden Fasern einer gelben Bluse, die Orte, an denen die Leichen aufgefunden wurden, und ein VW Passat eine besondere Rolle spielen. Auch Zeugen aus der Nachbarschaft der Eltern werden Teil einer Indizienkette, die bis heute Fragen offen lässt. Warum wurden die beiden Mädchen an verschiedenen Orten gefunden? Sind die Fundorte auch die Tatorte? Wie sind Melanie und Carola gestorben? Die Obduktion ergibt, die Mädchen wurden erstickt bzw. erwürgt. Und ein Sexualverbrechen kann ausgeschlossen werden. Am 10. August, 6 Tage nach ihrem gewaltsamen Tod, finden Melanie und Carola ihre letzte Ruhe auf dem Friedhof von Philippsthal. Reinhard Weimar war schon damals psychisch krank und ist es bis heute. Vor der Kamera möchte er sein Gesicht nicht mehr zeigen, aber er ist bereit zu schildern, wie es ihm heute geht. Ich habe bis heute noch Angst vor dem Alleinsein, allein durch die Tatsache, dass ich mit dem Tod meiner Kinder immer wieder konfrontiert werde, macht es auch nicht leichter. Ich werde mich heute deswegen zum letzten Mal öffentlich äußern. Danach möchte ich so gut wie eben möglich meine Ruhe haben. Reinhard Weimar galt in der Öffentlichkeit jahrelang als tatverdächtig, auch wenn er nie angeklagt wurde. Ganz gleich, was damals geschah, der gewaltsame Tod der eigenen Kinder ist schwer zu verkraften. Ja, war schon schwierig, erstmal mit dem Tod meiner Kinder mich abzufinden. Das ist in der Gegend nie passiert vorher und es war schon schwierig. Ein Mord in dieser abgeschiedenen Gegend, das war eigentlich unvorstellbar. Besucher verirren sich nur selten in den Ort direkt an der Grenze zur damaligen DDR. Fremde fallen sofort auf. Hier kennt jeder jeden. Bei all den Ermittlungen, die immer parallel gelaufen sind, nicht nur Familie Weimar, sondern auch das Umfeld, beziehungsweise auch in Richtung auf den großen Unbekannten, haben sich keinerlei Anhaltspunkte ergeben für eine solche Richtung. Es konzentrierte sich eben alles auf den familiären Bereich, auf die Familie. Der Kindermord, eine Familientragödie? Was haben die Eltern am Morgen des 4. August 1986 getan, einem heißen Sommertag, dem Tag, an dem ihre Kinder verschwanden? Beide Eheleute hatten Urlaub. Reinhard Weimar gibt an, am Morgen bis gegen 10.30 Uhr geschlafen zu haben. Das Haus habe er nicht verlassen und die Kinder auch nicht gesehen. Zeugen dafür gibt es allerdings nicht. Frau Weimar wurde zunächst erstmal gefragt, wie der Ablauf des Tages war. Und da wurde uns also mitgeteilt, und auch von Zeugen aus der Nachbarschaft bestätigt, dass die Kinder morgens, nachdem sie gefrühstückt hatten, von der Mutter rausgeschickt worden waren und hielten sich auf einem Spielplatz, da wurden die hingeschickt zum Spielen. Monika Weimar gibt an, sie sei dann nach Heimbolzhausen gefahren, wo sie Überweisungen bei Sparkasse und Post machte. Die Einzahlungsbelege bestätigen das. Bei der Sparkasse habe sie noch mit einem Angestellten gesprochen. Dann habe sie in einem Supermarkt in Philippsthal 2 Becher Schmand und 2 Eis für die Kinder gekauft. Dort wurde sie nicht gesehen. Bei ihrer Rückkehr gegen 12.15 Uhr teilt Monika Weimar ihrem Mann mit, sie sei auf der Fahrt zum Supermarkt von einem LKW überholt worden und der habe einen Stein in die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Reinhard Weimar solle sich um die Reparatur kümmern. Das geben beide Eheleute zu Protokoll. Dann schickt Monika Weimar ihren Mann auf den Spielplatz, die Kinder zum Essen hereinzuholen, doch die sind verschwunden. Reinhard und Monika Weimar, das Elternpaar im Fadenkreuz der Ermittler. Waren sie beide an der Tat beteiligt oder war es einer von ihnen?
Wer hatte das bessere Motiv? Jahre später wird Monika Weimer ein Buch schreiben, in dem sie auch über die ersten glücklicheren Jahre mit ihrem Mann erzählt. 1978 verloben sich Monika und Reinhard und heiraten noch im selben Jahr. Jugendträume einer 20-Jährigen. Reinhard im Nadelstreifenanzug mit Fliege und ich im cremefarbenen langen Kleid mit einem Pelzjäckchen, in dem ich mich in meinen Träumen damals auf Abendgesellschaften sah, die dann nie stattfanden. Aber in Röhrigshof-Nippe wollen sie bleiben, denn das ist ihre Heimat, die Gegend, in der sie beide geboren sind. Reinhard ist 26, arbeitet im Kaliwerk als Schlosser und verdient gut. Monika ist Krankenpflegehelferin und träumt von einer kleinen Familie. So beschreibt sie es später in ihrem Buch. Im Juni 1978 wurde im Mietshaus meiner Eltern die Wohnung in Parterre links frei. Wir schafften uns neue Möbel an, freuten uns, dass wir jetzt ein eigenes Reich haben würden. In dieser Zeit war unser Verhältnis zueinander sehr gut. Wir besprachen wichtige Entscheidungen gemeinsam, wie ich mir das in einer Ehe immer vorgestellt hatte. Ein Jahr nach der Hochzeit kommt Melanie zur Welt. Zwei Jahre später Carola, beides Wunschkinder. Nach Carolas Geburt aber verliert Reinhard Weimer offenbar das Interesse an der Familie, trinkt, verbringt viel Zeit beim Kegeln und im Tennisverein. Und manchmal schlägt er seine Frau. Sie erträgt es. Sie hat Schuldgefühle, denn sie betrügt ihren Mann. Mehr noch, Monika Weimer denkt über Scheidung nach und begleitet immer öfter ihre jüngere Schwester Brigitte ins Musikparadies nach Bad Hersfeld. Eine Disco, in der viele Amerikaner verkehren. Dort lernt sie Anfang 1986 auch Kevin Pratt kennen, ihre große Liebe. Dass er Frau und Kinder in Amerika hat, verschweigt er ihr zunächst. Kevin Pratt ist für die 28-Jährige der Mann, mit dem sie ein neues Leben beginnen will, fernab der Enge ihrer Ehe und der Einsamkeit der osthessischen Provinz. Die jungen Frauen oder die jungen Damen, die wollten vielleicht auch mal die große Welt kennenlernen irgendwie. Ja? Und die, man muss ja sagen, die Soldaten, die da verkehrten, das waren gut angezogene, nette junge Soldaten. Und die verstanden es eben auch, ihren Charme auf die deutschen Frauen zu übertragen. Und es war alles, wie gesagt, jeder Abend war happy. Mit ihrem Mann war Monika Weimer schon lange nicht mehr ausgegangen. Kegelclub und Tennisverein, das war nur noch seine Welt. Sie lebt ein zweites Leben neben dem Alltag in der Familie und blüht auf in diesen Nächten. Das war immer ein ganz lustiger Haufen. Also ich sehe sie heute ja noch. Ab und zu hatten sie dann, der Kümmerling war auch so ein übliches Getränk, wo sie dann so einen Kranz um den ganzen Tisch da gebaut hatten. Und da ging das natürlich lustig zu. Also da war immer eine gewisse Harmonie mit Schwester Pratt und Schwager und andere Soldaten auch, die sich da an dem Tisch vergnügten. Die Beziehung spricht sich herum in der Umgebung der Familie Weimar. Selbst im Kaliwerk tuscheln die Kollegen. Ihr Mann hat längst davon erfahren und Monika ist es ernst mit ihrer neuen Beziehung. Mit der Monika speziell, die hatte ihren Stammplatz mit dem Kevin direkt bei mir vor der Theke, wo ich stand. Die waren eigentlich immer zusammen, die kamen zusammen und gingen auch zusammen. In der Nacht vom 3. auf den 4. August 1986 fährt das Liebespaar, wie so oft nach der Disco, zu einem nahegelegenen Waldstück bei einer Teermischanlage, um ungestört zu sein. Sie lieben sich im Auto. Dann bringt Monika Weimar ihren Freund zurück in die Fieterskaserne. Gegen 3 Uhr fährt sie nach Hause. Reinhard Weimar nimmt die Beziehung seiner Frau hin. Eine Scheidung kann er sich nicht vorstellen. In einer Vernehmung wird er später sagen, solange ihn seine Frau versorge und ihm die Kinder nicht wegnehme, könne er das alles schon ertragen. Am 12. und 15. August, eine Woche nach dem Auffinden der Kinder, eine neue Entwicklung. Im Haus Weimar gehen 2 anonyme Briefe ein. Sie sind an Monika Weimar gerichtet. Das ist die Strafe. Es tut mir leid um die Kinder, aber es musste sein. Erst die Kinder, die nur zur Qual, jetzt bist du bald dran, von wem der Auftrag, kannst du dir wohl denken.
Die unverhohlene Drohung im zweiten Brief lenkt den Verdacht auf Reinhard Weimar. Hat er die Briefe geschrieben? Ist er verantwortlich für den Tod der Kinder? Läuft es denn wirklich darauf hinaus, dass jemand aus dem engsten familiären Bereich, Vater und Mutter, etwas mit dem Tode der Kinder zu tun haben? Die Beamten ermitteln weiter, gegen beide Eltern. Ihre Kleidungsstücke werden sichergestellt. Ein Gutachten soll Aufschluss darüber geben, ob Fasern der Elternkleidung an den Kleidern der toten Kinder zu finden sind und ob diese womöglich übertragen worden sein können, als die Leichen abgelegt wurden. Die Beamten der Soko Weimar befragen weiter Zeugen, überprüfen Alibis und suchen nach Motiven. Ein Täter außerhalb der Familie scheidet zu diesem Zeitpunkt bereits aus. Und Monika Weimar verstrickt sich mehr und mehr in Widersprüche. Diese Widersprüche, die wir bei Frau Weimar nun durch die Ermittlungen bekommen hatten, herausgestellt hatten, mussten ja nun geklärt werden. Und wir haben gesagt, wir tragen das zusammen und wir werden dann die Frau Weimar einbestellen und werden sie vernehmen zu diesen Widersprüchen. Es ist der 28. August 1986, drei Wochen nach dem Auffinden der toten Mädchen. Ein graphologisches Gutachten hat ergeben, die anonymen Drohbriefe tragen die Handschrift Monika Weimars. Als die Beamten ihr das vorhalten, gibt sie zu, die Briefe selbst geschrieben zu haben, um den Verdacht auf ihren Mann zu lenken. Die Ermittler konfrontieren sie mit weiteren Fakten. Der Schaden an der Windschutzscheibe könne nicht durch einen Steinschlag entstanden sein, wie Monika Weimar bisher angegeben hatte. Wir haben das durch Untersuchungen des Landeskriminalamtes feststellen lassen, dass die Beschädigung nicht von außen, sondern von innen vorgenommen worden sein musste. Hat die zerbrochene Scheibe etwas mit dem Tod der Kinder zu tun? Jetzt erzählt Monika Weimar, der Schaden sei beim Geschlechtsverkehr mit ihrem Freund entstanden. Was sagt er dazu? Kevin Brett führte an, dass auf der Rückfahrt von der Thermischanlage zur Kaserne er auf der Beifahrerseite gesessen habe und ihm wäre es mit Sicherheit aufgefallen, wenn die Beschädigung dort gewesen wäre. Als ihr diese Aussage vorgehalten wird, sagt sie, dann müsse es ihrem Mann passiert sein. Doch der hatte das Auto länger nicht gefahren. Was ist die Wahrheit? Es ist ja bis heute nicht bekannt, die Sache mit der Windschutzscheibe. Das zieht sich von dem ersten Tag an. Da stürzt sie gleich auf ihren Mann und sagt, Mensch, die Windschutzscheibe musst du reparieren lassen. Das hätte vielleicht die Kripo gar nicht sehen sollen. Widersprüche und offenkundige Lügen. Was hat Monika Weimar zu verbergen? Die Vernehmung dauert 15 Stunden. Immer mehr Aussagen erweisen sich als falsch. Nach Befragung von Zeugen bei Sparkasse, Post und Supermarkt stellt sich heraus, die von Monika Weimar angegebenen Zeiten können nicht stimmen. Was sagt der Bankangestellte, mit dem sie sich angeblich unterhalten hatte? Diese Geschichte mit der Sparkasse, mit dem sie sich unterhalten wollte, der war ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht da, der war im Urlaub. Also auch wieder so ein Punkt, warum erfindet sie so eine Sache ohne, ja, wie soll man sagen, ohne Not, ohne nachvollziehbare Begründung, dass sie sich mit dem Mann unterhalten haben will, der an dem Morgen überhaupt nicht auf der Sparkasse war. Was soll das? Ihre zeitlichen Angaben, die man dann nachvollzogen hat, die passten dann im Grunde nicht zusammen. Das heißt, es gab eine Zeit an dem Montagmorgen, 4.8., in dem die Frau Weimar uns nicht sagen konnte, was sie gemacht hat. Auch im Supermarkt, so ergeben die Zeugenbefragungen, konnte Monika Weimar gar nicht gewesen sein. In der Zeit, in der sie nach ihrer Aussage dort war, wurde das Auto von einem Motorradfahrer an einem Parkplatz gesehen. Es war der Parkplatz, an dem später die Leiche der 7-jährigen Melanie gefunden wurde. Der Zeuge hat an dem PKW und auf dem gesamten Parkplatz keine Person gesehen. Auch ist er nach der Zahnarztbehandlung etwa 20 Minuten später nochmals an dem Parkplatz vorbeigekommen, hat wiederum den PKW gesehen, aber keine Person wahrnehmen können. War Monika Weimar wirklich dort? Dass sie von dem Zeugen nicht gesehen wurde, verschweigen ihr die Beamten. Trotzdem gibt sie sofort zu, an dem Parkplatz gewesen zu sein. Warum hat sich Monika Weimar an diesem verhängnisvollen Morgen an dem Parkplatz aufgehalten? Wurde sie vielleicht hier zur Mörderin ihrer Töchter? Oder gibt es einen ganz anderen Grund? Die Beamten setzen sie immer mehr unter Druck.
Es gab dann eine besondere Situation in der Vernehmung nach mehreren Stunden, dass Frau Weimar plötzlich gesagt hat, ich sag jetzt die Wahrheit. Das schlug zunächst mal ein wie eine Bombe bei uns. Wir waren von Socken. Und dann kam sie für uns alle überraschend mit der Nachtversion. Monika Weimar sagt, sie sei in jener Nacht nach dem Treffen mit Kevin Pratt gegen 3 Uhr nach Hause gekommen. Soweit stimmen ihre Angaben mit früheren Aussagen überein. Was dann geschehen sein soll, wird nach ihren Aussagen von der Polizei mit dem Ehepaar Weimar in der Wohnung nachgestellt. Originalfotos. Sie will in der Nacht von 3. auf 4. August gegen 3 Uhr nach Hause gekommen sein und in ihre Wohnung ihren Mann am Bett der Kinder sitzend, weinend vorgefunden haben. Und sie hätte den Arm der Kinder hochgehoben und dabei festgestellt, dass sie leblos waren und hätte sich dann ins Bett gelegt, ins eheliche Schlafzimmer ins Bett gelegt. Ich konnte nichts zu Ende denken. Mein Kopf war plötzlich ganz leer. Ich war wie betäubt, zu keiner Handlung fähig. Ich habe meinen Mann nicht angeschrien und auch nicht um Hilfe gerufen. Ich wollte nur eins, dass das alles nicht wahr sei. Es war für uns absolut nicht nachvollziehbar. Das Verhalten, die Reaktion der Frau Weimar, davon ausgehend, dass es tatsächlich so gewesen ist. Ihre Schwester wohnte im Haus, ihre Mutter wohnte im Haus, ihre Großmutter im Nebenhaus. Also sie will einfach durch Heben des Armes festgestellt haben, leblos, sprich tot, und will sich dann nicht um die Kinder gekümmert haben. Das wäre für uns, war für uns unvorstellbar, dass sie sich dann anschließend ins Bett rüberlegt und dort liegt und nach gewisser Zeit einschläft. Es ist vorstellbar. Wir müssen uns von solchen emotionalen Vorurteilen, wie eine Mutter sich zu verhalten hat, trennen in einem solchen Fall und müssen die ganze mögliche Spielbreite, auch eines vielleicht nicht nachvollziehbaren menschlichen Verhaltens, ins Auge fassen. Das ist einfach unsere Pflicht. Irgendwann in jener Nacht, sagt Monika Weimar, habe sie gehört, wie das Auto weggefahren sei und wenig später wieder zurückkam. Ich drang in ihn, wo er gewesen sei und wohin er Melanie und Carola gebracht hatte. Er wich zuerst aus, aber als ich nicht locker ließ, nannte er mir den Parkplatz auf einer Landstraße Richtung Herfa hinter Wölfershausen. Die Ermittler glauben ihr kein Wort. Ich habe ja auch knallhart vorgehalten. Sie wissen das, wo die Kinder lagen, wo angeblich der Rainer die Kinder hingebracht haben. Sie sind Krankenschwester. Wissen Sie denn, wie Ihre Kinder ausgesehen haben? Sie wissen, dass innerhalb von ein paar Stunden die Würmer aus der Nase kriechen und so weiter. Da lassen Sie Ihre Kinder da liegen? Wir sind hart zur Sache gegangen, ne? Doch den ermittelnden Staatsanwalt Raimund Sauter, der bei dieser Vernehmung anwesend ist, überzeugt Monika Weimars Nachtversion. Der Vater habe das bessere Motiv, Rache für den Ehebruch und die Tatsache, dass seine Frau ihn mit den Kindern verlassen wollte. Sauter ist sicher, Reinhard Weimar ist der Täter. Sie können davon ausgehen, dass wir besonders sorgfältig geprüft haben, bevor wir die vorläufige Festnahme erklärt haben. Über die einzelnen Gründe, über den Tatverdacht, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ein Haftbefehl gegen den Vater, obwohl bereits eine Vielzahl belastender Indizien gegen die Mutter vorlag, die gefälschten Drohbriefe, die falschen Angaben zur Windschutzscheibe, ihre Anwesenheit am späteren Fundort von Melanie und das lückenhafte Alibi. Dennoch, Monika Weimar wird freigelassen, ihr Mann verhaftet und noch in derselben Nacht als Beschuldigter vernommen. Diese Vernehmung war also doch etwas außergewöhnlich, weil ich gar nichts in der Hand hatte, mit was ich ihn beschuldigen sollte. Nur das Einzige, die Aussage von ihr,
dass er das gewesen wäre oder gewesen sein müsste, weil die Kinder schon tot waren, als sie nach Hause kamen. Zeugen bringen die Nachtversion ins Wanken. Monika Weimars Schwester Brigitte, die im selben Haus wohnt, sagt aus, sie habe in jener Nacht gegen 3 Uhr Carola laut weinen gehört. Die Kleine hatte in die Hose gemacht. Weil der Vater fest schlief, habe sie ihr das Höschen gewechselt. Das wusste Monika Weimar. Aber von wem? Dann frage ich sie da mal so zwischendurch, so als Fangfrage, sage ich, woher wussten Sie nun überhaupt, dass das Höschen, dass Brigitte das Höschen gewechselt hatte? Das hat mir die Carola gesagt. Da bin ich fast an die Decke gesprungen. So, ich denke, sie war tot, als sie heimkam. Da hat sie mich mitgerechnet. Auch das spätere Ergebnis eines Gutachtens über den Mageninhalt der toten Kinder spricht gegen die Nachtversion. Gefunden wurden Reste von Milch, Kakao und Weizengebäck. Genau das, was Monika Weimar 3 Wochen lang als Frühstück der Kinder angegeben hatte, bevor sie alles dementierte und die Nachtversion erzählte. Der von Staatsanwalt Sauter beantragte Haftbefehl gegen Reinhard Weimar wird abgelehnt, mangels Tatverdacht. Sauter wird abgelöst. Er habe in die falsche Richtung ermittelt, heißt es. Hans Wachter übernimmt den Fall. Im Gegensatz zu Sauter glaubt er nach dem Studium der Ermittlungsakten nicht, dass Reinhard Weimar der Täter ist. Die Beamten ermitteln weiter. 2 Monate später, im Oktober 1986, äußert sich Monika Weimar optimistisch vor der Kamera. Also womit ich rechne, ich hoffe, dass ich aus diesem ganzen Schlamassel, den ich teils ja mir selbst eingebrockt habe, einigermaßen gut rauskomme. Wieso meinen Sie selbst eingebrockt? Was haben Sie sich selbst eingebrockt? Ja, das war der Anfang mit dieser Lügerei. Aber schon 3 Tage später wird Monika Weimar verhaftet. Zu viele Indizien sprechen gegen sie. Ihre Lügen, ein lückenhaftes Alibi, Zeugen und Gutachten. Bis zum Prozessbeginn wird sie in das Frauengefängnis Frankfurt-Poinges heimgebracht, in Untersuchungshaft. Am 23. März 1987 beginnt vor dem Landgericht in Fulda der Prozess gegen Monika Weimar. Der Kindermord bewegt die Menschen in ganz Deutschland. Staatsanwalt Wachter erinnert sich. So, hier war der Eingang des damaligen Schulgerichtssaals. Hier war die Ansammlung der Stühle für die Zuschauer, die für diesen Prozess natürlich viel zu knapp bemessen war. Die Journalisten hatten Eintrittskarten, damit sie Plätze bekamen. Hier vorne war der Richtertisch. Und da, wo ich jetzt hingehe, etwa hier, war die Anklagebank. Der Großteil der Presse und der Öffentlichkeit hat sich bereits am ersten Tag entschieden. Monika Weimar ist die Mörderin ihrer Kinder. Auch die Anklage ist davon überzeugt und geht von dieser Tatversion aus. Als das Auto der Weimars gegen 11 Uhr von dem Motorradfahrer am späteren Fundort ihrer Tochter Melanie gesehen wird, hält sich Monika Weimar dort auf, um auszukundschaften, wo sie die Kinder töten und die Leichen ablegen könnte. Das dauert circa 20 Minuten. Dann fährt sie zurück nach Hause und nimmt dort unbemerkt die Kinder in ihr Auto auf. Sie fährt mit beiden zum stillgelegten Parkplatz im Bengendorfer Grund. Dort tötet sie ihre Kinder, vermutlich nacheinander. Zunächst legt sie beide dort ab, nimmt dann Melanie wieder auf und bringt sie zum Parkplatz bei Wölfershausen. Dort wirft sie ihre Tochter über ein mindestens 80 cm hohes Brennnesselgebüsch. Dann fährt sie zurück nach Hause. Die Ermittlungen vor Ort aber hatten keinen eindeutigen Beweis für die Version der Anklage ergeben. Nachgewiesen ist nur, Monika Weimar war am 4. August auf diesem Parkplatz. Fußspuren im Brennnesselgebüsch wurden nicht gefunden, also muss der Leichnam geworfen worden sein. Kann eine so zierliche Frau den leblosen Körper eines Kindes über eine Entfernung von bis zu 3 Metern werfen? 26 Kilo, genau die Hälfte ihres eigenen Körpergewichts. Ungeklärt bleibt auch, wo und wie die beiden Mädchen getötet wurden. Bei mehreren Ortsterminen während des Prozesses wird die Angeklagte von Presse und Schaulustigen bedrängt. Die Vertreter der Justiz dulden das.
Die Ermittlungen werden in Bild und Ton der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ein Revisionsgrund, so bestätigen es später Staatsrechtler. Ein Ortstermin am Spielplatz, ebenfalls unter den Augen der Öffentlichkeit, soll klären, ob die Angaben von Nachbarn der Familie Weimar schlüssig sind. Sie hatten bezeugt, die Kinder noch am Morgen des 4. August von ihrem Fenster aus auf dem Spielplatz gesehen zu haben. Auch die Urgroßmutter der Mädchen ist sicher, ihre Urenkel waren an jenem Morgen noch da. Ein Ehepaar, das bei den Nachbarn zu Besuch war, gibt ebenfalls an, am Morgen des 4. August die Kinder gesehen zu haben. Sie hätten ihnen sogar zugewinkt. Diesen Aussagen zufolge können sie also nicht in der Nacht zuvor von ihrem Vater ermordet worden sein. Das schwerwiegendste Indiz gegen Monika Weimars Nachtversion, bei der sie bis heute bleibt. Im Fuldaer Prozess kann auch Reinhard Weimar als Zeuge gehört werden, trotz seiner psychischen Erkrankung. Und er tritt als Nebenkläger gegen seine Frau auf. Belastet oder widersprochen hat er sich während des gesamten Prozesses nicht. Frau Weimar hat sich während des gesamten Ermittlungsverfahrens und auch in der Hauptverhandlung so häufig in Widersprüche verwickelt, sie hat ständig ihre Aussagen dem jeweiligen Ermittlungsergebnis angepasst. Das wichtigste Indiz neben den Zeugenaussagen ist das Fasergutachten des Landeskriminalamtes. An den T-Shirts der toten Kinder fanden sich Fasern einer gelben Bluse der Mutter. Das Ergebnis des Gutachtens, die Fasern könnten beim Ablegen der toten Kinder übertragen worden sein, belastet Monika Weimar schwer. Doch welches Mordmotiv hat sie? Für den vorsitzenden Richter bleibt das weitgehend im Dunkeln. Für Staatsanwalt Wachter liegt das Motiv noch heute klar auf der Hand. Ich habe damals ausgeführt, dass die Kinder ihr schlicht und einfach im Wege standen, um ihr Verhältnis, was sie erstmals in ihrem Leben, wie sie gesagt hat, sexuell befriedigend empfunden hatte, um dieses Verhältnis nicht beenden zu müssen. Die Kinder standen ihr im Wege. Kevin Pratt aber hatte ausgesagt, die Kinder wie seine eigenen geliebt zu haben. Dass sie beide so vorsichtig getötet hat, um nur frei zu kommen, um das Verhältnis mit dem Kevin Pratt einzugehen, schließe ich heute noch aus. Der Kripo-Beamte glaubt eher, dass alles mit einem Unfall begann. Meine Theorie ist, dass sie eventuell das Kind gepackt hat, in das Auto gezogen hat, ihr an den Hals gegangen ist oder das Kind nicht wollte, irgendwas. Und dass die Kleine eventuell dadurch zu Tode kam. Und nun, jetzt kam die große Panik. Die Große, die Melanie ihre Geschichte da weitererzählt hätte und sie die Zeugin beseitigen musste. Also Totschlag, kein Mord, keine Tat aus niedrigen Beweggründen? In die Akten ging diese Version nicht ein und wurde deshalb auch nicht weiter verfolgt. Monika Weimar wird verurteilt. Da gab es Jubel und Juchheschreie. Es war wie Volksfeststimmung, aber im Sinne von Befriedigung. Also Juhu, es hat funktioniert. Gott sei Dank ist sie jetzt schuldig gesprochen worden. Und dann halt diese Schlüsselszene wiederum, wo die Polizei sie quasi davor beschützen musste, von der Menge gelyncht zu werden und über den Hinterausgang unter ganz dramatischen Umständen praktisch in Sicherheit gebracht hat. Es war eine Stimmung, eine Atmosphäre. Also ich habe eigentlich sowas später überhaupt nicht mehr erlebt. 44 Tage lang hat Deutschland über das Schicksal Monika Weimars zu Gericht gesessen. Das Urteil lebenslänglich. Aber es gibt kein Geständnis, keine Tatzeugen, keine unmittelbaren Beweise, nur Widersprüche und Indizien. Was wäre geschehen, wenn Monika Weimar nach der vermissten Meldung geschwiegen hätte? Wenn die Angeklagte Weimar bei ihrer vermissten Anzeige geblieben wäre, dann wäre es für mich ausgesprochen schwierig gewesen, einen hinreichenden Tatverdacht, der zu einer Verurteilung geführt hätte, zu begründen. In ihrem Buch schreibt Monika Weimar später über ihre Gefühle am Tag ihrer Verurteilung. Meine ganze Hilflosigkeit über das Urteil,
Der Schmerz, der meinen ganzen Körper verkrampft hatte, alles brach aus mir heraus. Ich fühlte mich wie niedergetrampelt und weggeworfen. Eigentlich war mein Leben an diesem Tag ausgelöscht worden. Melanie und Carola wären an diesem 8. Januar 1988 9 und 7 Jahre alt. Zwei tote Kinder, eine zerstörte Familie und ein Gerichtsurteil. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der Hamburger Revisionsspezialist Gerhard Strate hält die Gerichtsentscheidung für falsch und kämpft für die Aufhebung des Fuldaer Urteils. 6 Jahre arbeitet er an dem Fall, dann hat er Erfolg. Eine Sensation. Bis zum neuen Prozess wird Monika Weimar freigelassen. Wie ich die Nachricht gekriegt habe, ja, habe ich geheult und geweint und mein Kreislauf. Es war alles so durcheinander. Monika Weimar wird zum Medienstar. Mehrere Zeitungen bieten Exklusivverträge an und zahlen hohe Summen. Sie fliegt nach London, um Kraft zu schöpfen für das bevorstehende Wiederaufnahmeverfahren. Ein halbes Jahr ist sie außer Landes. Sie hofft auf einen Freispruch vor dem Landgericht in Gießen. Am 5. Juni 1996 beginnt das Wiederaufnahmeverfahren. 55 Tage lang, 11 Tage länger als in Fulda, wird vor dem Schwurgericht neu verhandelt. 3 Berufsrichter und 2 Schöffinnen werden über das Schicksal von Monika Weimar entscheiden. Sie sagt in diesem Prozess nicht aus, bleibt aber bei der Version, ihr Mann habe die Kinder getötet. Der Gießener Staatsanwalt wird wieder lebenslänglich fordern. Die Verteidigung setzt neben dem neuen Faser-Gutachten auch auf neue Zeugen, die den Ehemann schwer belasten. Eine Psychiatriepatientin sagt aus, Reinhard Weimar habe ihr bei einem gemeinsamen Klinikaufenthalt den Mord gestanden. Und dass er am liebsten seine Frau auch noch umgebracht hätte. Und wäre die Alte nicht bei dem Bimbo gewesen, hätte ich es auch noch kalt gemacht oder umgebracht. Das Gericht hält die Zeugen für weitgehend unglaubwürdig. Auch Gerhard Strate tut sich heute schwer mit deren Bewertung. Es sind Zeugen gewesen, die etwas zweischneidig waren. Eine Bekannte Reinhard Weimars, der er den Mord gestanden haben soll, und ein selbsternannter Privatdetektiv, der die Nachtversion zwar für ausgeschlossen hält, aber alternativ dazu eigene Tatversionen anbietet. Der Experte, der das neue Fasergutachten erstellt hat, interpretiert die Faserübertragung von der Kleidung der Mutter auf die der Kinder diesmal anders. Die Fasern könnten bei jedem häuslichen Kontakt zwischen Mutter und Kind übertragen worden sein. Ein entlastendes Indiz für Monika Weimar. Die Aussagen der Belastungszeugen reichen den beiden Schöffinnen der Kammer für eine Verurteilung nicht aus. Sie entscheiden sich für den Grundsatz im Zweifel für die Angeklagte. Am 24. April 1997 verkündet das Gießener Schwurgericht Freispruch aus Mangel an Beweisen. Monika Weimar tritt vor die Kameras. Es kam auf einmal diese Anspannung und diese Nervosität, alles ließ nach. Ja, und dann habe ich halt diese Beklemmungsgefühle gekriegt. Und auf der anderen Seite war ich ja glücklich und konnte es irgendwie nicht so richtig rauslassen. Es wird so aussehen, dass wir gegen das Urteil Revision einlegen. Die Stimmung der Öffentlichkeit gegenüber Monika Weimar hat sich in Gießen gewandelt. Der Freispruch löst Begeisterung aus. Zu dieser Zeit wären Melanie und Carola 18 und 16 Jahre alt gewesen. Wer ihrem Leben ein so grausames und frühes Ende gesetzt hat, ist nun auch aus Sicht der Justiz wieder offen. Im September 1999 beginnt der dritte Prozess gegen Monika Weimar vor dem Landgericht in Frankfurt. Das Interesse der Öffentlichkeit ist ungebrochen. Wird die Angeklagte noch einmal und diesmal endgültig freigesprochen? Monika Weimar hofft darauf und bleibt weiter bei der Nachtversion. Doch die Hauptbelastungszeugen, die Melanie und Carola am Morgen des 4. August noch lebend auf dem Spielplatz gesehen hatten, sind sich auch nach 13 Jahren noch sicher. Die zwei, das waren ein Bärchen, also sowas kann man nicht verwechseln. 11 Jahre nach dem ersten Prozess in Fulda werden wieder Zeugen gehört, Nacht- und Tagversionen auf Plausibilität überprüft, Alibis und Motive gesucht und eine Fülle von Indizien bewertet. Aber es gibt keine neuen Fakten,
kein Geständnis, also keinen endgültigen Beweis. Es ist und bleibt ein Indiz im Verfahren, das ist klar, denn die Tat selbst hat niemand beobachtet und die Angeklagte war nicht geständig. Aber es war eine solche Menge von Beweisanhaltspunkten, dass kein vernünftiger Zweifel übrig blieb für das gesamte Gericht, als dass es so gewesen sein muss, wie es die Anklage zugrunde gelegt hat. Monika Weimar bleibt dabei, ihr Mann sei der Täter. Wie aber hätte das Gericht geurteilt, wenn sie einen Totschlag im Affekt eingestanden hätte? Jene Version, die der Kripo-Beamte Hermann Kaufmann für die wahrscheinlichste hält. Sie hätte den Gerichtssaal unter Umständen als freie Frau verlassen können. Als zwar Verurteilte, aber freie Frau. Diesen Weg wollte sie nicht gehen. Die Mandantin hat dies von sich gewiesen, weil sie sich als unschuldig bezeichnete. Und wenn sie es denn nicht war, ist das natürlich auch richtig. Ich habe nie Zweifel an ihrer Unschuld gehabt. Nur gerade bei einem Wiederaufnahmefall, in dem man wirklich über fast mehr als ein Jahrzehnt sich abgerackert hat für einen bestimmten Mandanten, eine bestimmte Mandantin, ist man sicherlich auch nicht mehr so objektiv, dass man klar sagen kann, vielleicht spricht doch das eine oder andere auch gegen sie. Am 22. Dezember 1999 wird Monika Weimar erneut verurteilt, lebenslänglich wegen Mordes. 9 Jahre hat sie bereits hinter Gittern verbracht, jetzt muss sie wieder in Haft. Reinhard Weimar ist in seiner Heimat geblieben. Er wohnt wieder in seinem Elternhaus, im Nachbarort von Röhrigshof, bei seiner kranken Mutter. Dort, wo er eigentlich nie wieder hin wollte. In Philippsthal pflegt er das Grab seiner Kinder und er möchte hier bleiben. Das würde auch für mich schwierig werden, irgendwo in die Fremde irgendwie was Neues aufzubauen. Und hier habe ich alles, habe meinen Verein, meine Freunde. Und am 19. August 2006, genau 20 Jahre nach dem Tod ihrer beiden Kinder, hat Monika Weimar die Mindeststrafe von 15 Jahren abgesessen und wird vorzeitig aus der Haft entlassen. Sie ist jetzt 48. Zu ihrem alten Leben hat sie keine Verbindung mehr. Ich will sie nicht mehr sehen. Dafür hat sie mir zu viel Leid zugefügt und mein Bestes genommen und mit meiner Gesundheit ruiniert und die ganze Familie. Also meine Familie und Verwandtschaft und alles. Nein, ich möchte sie nicht wiedersehen. Der Traum von der kleinen glücklichen Familie hat sich für Reinhard und Monika Weimar nicht erfüllt. Ihr Leben ist zerstört. Die gemeinsamen Kinder sind tot. Monika Weimar hat dafür gebüßt. Aber was genau an jenem 4. August 1986 geschah, wird die Öffentlichkeit wohl nie erfahren.